Okay. Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Danielke und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge haben wir dieser komischen Armee geholfen oder auch nicht, weil die haben uns auch irgendwie angegriffen. Und ja, ich habe jetzt hier einfach gestanden, wollte einfach nur vor diesem Auge hier stehen, weil das so menacing aussieht, und irgendwie so ein gutes Bild abgibt. Und irgendwann hat er dann, ich glaube, das hier gemacht. Dann ist eine Truhe von mir gefallen und ja, dagegen habe ich nichts. Bonus. Also sacken wir die mal ein. Finde ich auch toll. Truhe fallen von mir. So, und das Viech, das macht mir schon ein bisschen Schiss gerade. Was habe ich denn alles schon angesammelt eigentlich? Ich brauche noch ein Datenpack. Dann habe ich alles. Gibt's doch nicht. Oh, das wäre cool gewesen, wenn ich darunter matchen könnte. So, ich lasse mir immer Zeit bei dem Viech. Da kommt doch bestimmt nicht. Vielleicht steht es da so. Ich esse dich. So, hier zum Beispiel. Oder auch nicht. Okay, ein so ein Ding sagt mir schon, da kannst du nicht lang. Sehr gut. Bin ich gut, dass die Truhe irgendwie so auf den Müll gefallen ist. Fand ich irgendwie witzig. Oh, oh, mein Gott, da bist du Skip. Ich dachte, da ist ein Skip, das ich noch brauche. Datenpack. Jetzt habe ich alles, glaube ich, ne? Wow, ich habe alles. Truhe, Datenpacks und Skips. So, jetzt einfach neu raus. Jetzt kann ich ja nichts mehr finden. Perfekt. Jetzt kommt wahrscheinlich der Bosskampf, wenn man so die Informationen zum nächsten Level hier in Betracht zieht, wo ich irgendwie nichts finden kann und so. You, what are you doing here? Oh, just checking out someone who's about to have her butt handed to her. Really? No, I don't think it matters. You'll be dead soon enough. Oh Mann. Na? Uh-oh. I guess the cavalry has arrived. Oh Mann. Hast du das Gefühl, bei dem muss ich wegrennen, oder? Oh Mann, Hilfe! Ich kann ja nichts mehr finden, ne? Ne. Okay. Was, Erkland? Lauf, um Himmels Willen, lauf! Ja, aber erstmal kaufen. Oder nicht, ich hab kein Geld. Lassen wir die Klamotten erstmal an. Wir sind da mehr oder weniger noch im selben Gebiet. Verpisst euch, ich muss ja weg. Geh mir weg, aus dem Weg. Ja, da bin ich tot. Okay. So, aus dem Weg. Aus dem Weg. Jetzt nur von dem Viech wegrennen, okay. Nichts dagegen. Bleib immer schön auf der Viech. Nieder. Ob das irgendwas bringen würde. Ich renne mal schön weiter weg. Wow. Ob da kaum irgendwie so das erste Hindernis und ich falle da volle Möhre runter. Weg. Genau, da ist ein riesiges Viech, das auf euch zukommt. Und jetzt schießt ihr aber auf mich. Ne, ihr habt sie doch nicht mal alle. So. Lieber auf mich, ey, anstatt auf das riesige Viech, ey. Das beginnt wahrscheinlich der Bosskampf oder so, ne? Und tschüss. Sag jetzt nicht, ich muss dich so bekämpfen. Ja, genau, kämpf ruhig gegen mich, Ding ist egal. Ich glaube, ich muss da runter, ne? Ja, irgendwie kann ich gegen den Viech nichts machen. Na. Das ist wie ein riesiges Cthulhu-Viech, ey. Hier so ein Viech mit so einem Tentakelkopf, irgendwie sowas.
Irgendwie aus der Mythologie oder so. Oh, das war knapp. Kennt ihr doch bestimmt, ne? Cthulhu, Cthulhu Dämon oder was weiß ich, wie die Dinger heißen. Oh Mann. Noch mal halblang. Ja, wie ich immer so schön wartet, ne? Oder sind Raketen im Hintergrund? Ja, wo steckst du jetzt hin? Links, ne? Geh weg da! Au! Ich muss halt den da schlagen, oder? Jo, jetzt steckt er da, okay. Meine Punkte. Ich nur zum Punkte sammeln, habe ich dort Gefühl, ne? Oh, geh weg. Warum laufe ich überhaupt vor dem Viech, ey? Ich würde irgendwie, keine Ahnung, stehen bleiben. Das Viech scheint irgendwie alleine weiterzugehen. Aua. Ist uns irgendwie vollkommen egal. Okay, ich glaube, das war's mit Wegrennen. Ach ja, wir können klettern und springen. Hi. Hi there. Oh nein, bitte nicht da rein, bitte nicht da rein. Aber nicht noch irgendwie so ein fliegendes Schwert. Ja, da. Oh, das war eine kurze Level. So kurz. War eigentlich noch ein bisschen, habe ich auch ein bisschen länger, ja, irgendwie. I've really got to stop playing in traffic. Okay, Skiffy. Right, Skiffy? 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 Oh. Well, this looks different. Ja. Sind wir immer noch in Dingens hier im gleichen Gebiet? Alter, wenn die alles. So, das war eine kurze Level, eine sehr kurze Level. 10 Truhen, das klingt auch nicht sehr. Gefangen in einem wahren Albtraum, du musst kämpfen, um möglichst lange um Leben zu bleiben, okay? Darks im Dunkel. Erstmal ein anderes Kostüm. Es hat Nacht, also. Ich weiß zwar nicht, wie ich zu denen hier Kontakt aufnehmen kann, gerade, aber egal. Da können wir uns noch irgendwas kaufen, wir können uns ein neues Schwert kaufen. Noch mal ein neues Kostüm haben. Ich will das hier haben. Will nicht so aussehen wie die. You come back when you want buy top good stuff. Okay, machen wir mal weiter. Ah, das ist mein Lieblingskostüm bis jetzt. So, warte mal hier. No, not darks, not here. Warum? Sind die schlimm? Nö. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, geht weg. Oh, Bon Goldfisch. Wow, da sind ganz viele. Was pisset ihr euch? Oh, ich bin tot. Ma. Ihr könnt es wagen. Was? No, not darks, not here. Haben wir irgendwie Angst vor Darks? Vor Darks? Oder weiß ich? Ich glaube, ich renne ein bisschen weg. Weil die hauen mich irgendwie voll schnell kaputt. Ah. Okay, Checkpoint, das ist irgendwie wie ein Level geschafft.
Was? Okay. Was ist gerade passiert? Verpisst euch! Boah, die machen uns fertig. Oh Mann. Das ist ja ein richtiger Überlebenskampf nur, ne? Keine Sorge, darin bin ich sehr gut. Glaube ich. Wie? Kommen wir dauerhaft Gegner oder wie? Fühlt sich aber nicht gut. Was zum? Wäre schon wieder richtig, kann das sein? Was sind diese komischen Bilder, die von mir auftauchen? Das ist gruselig. Jetzt war die Blunde hier. War gruselig, das war sehr gruselig. Und hier ist überhaupt nichts anderes. Was zum Teufel? War ich Idiot? Hilfe! Verpisst euch! War. Ah. Ganz Zeit nur rennen. Ich da hoch. Danke. Da ist eine Truhe endlich mal. Das Gefühl, ich habe eine verpasst, weil die so spät kommt hier. Oh, einfach weg. Einfach weg. Nein, nicht da lang. Geht ihr weg? Den Datendisk. Sehr gut. Kann ich dadurch? Ja, irgendwie schon. Bonus. Jetzt bin ich viele Sachen. Danke. Das sieht schon wieder richtig aus. Wir müssen das ein bisschen deutlicher machen, ey. Sonst kriegen Leute wie ich hier irgendwie Probleme. Ich kann ja nicht unterscheiden, wo immer richtig ist und wo nicht. So, der, ich komme da nicht vorbei oder was? Geh weg! Geh weg! Gib mir das. Kann auch anwende klettern, das ist ja richtig im Bar. Oh, geil. Sweet. Aber ich finde hier Zeugs, das ist gut. Voll Speedrun Level hier. Nein, ich wollte nur da oben gucken. Geh weg. Na, da unten kann man auch noch. Upsala. Du hast gemacht. War ich nicht, da wart ihr. Euch trifft die Schuld, nicht mich. Mal, geh weg. Ey. Ey, geht doch mal aus dem Weg. Mal. Ich mag es nicht, wenn meine Sätze nur aus Mars und irgendwie so bestehen. Wenn nicht Mars wie der Planet, aber so Ma. Was war? Wo bin ich? Hier wollte ich garantiert nicht hin. Jedenfalls noch nicht. Au. Oh, ich bin tot. Wow. Jetzt bin ich wieder. Oh, perfekt. Geh mal da lang. Wow. Ja, schon wieder. Ich hab das Gefühl, ich muss schon wieder. Da habe ich das Feuer gehen. Aber ganz schön stylisch aus, wie ich das hier alles überlebe. Geht weg. Können wir doch unmöglich hin folgen. Da war gar nichts. Ey. Ey, warte, da. Ey, okay. Habe ich umsonst mein Fell verbrannt? Wo so viel Fell scheint sie gar nicht zu haben, außer ja, auf dem Kopf und am Schwanz. Oh Gott! Vielleicht an den Ohren ein bisschen. Nein, ich wollte hier gerade
vorbringen. Wenn er mich schon die ganze Zeit verfolgt, dann könnt ihr ruhig ein paar mehr Dinger hier hinterlassen, anstatt nur diese gelben Dinger, die noch 10 geben, ey. Davon kann ich doch nicht leben. Oh, da kann ich doch klettern. Wow, geht weg. Was? Da konnte ich doch vorhin gar nicht durch. Was? Ach, da konnten. Boah. Ey. Ja. Also provoziert er auch noch. So. Ist irgendwie so aus, als wäre er von unten gekommen. Also sieht aus, als wäre er von unten kommen. Ist das so geplant? Oh. Ah, ich wusste es. Geht weg. Siegesbruder. Wow. Ah, okay. Wehe, da war nichts. Wehe, da war noch irgendwas. Oder schon wieder Feuer. Gefällt mir nicht. Okay. Geht weg. Butsch. Oh, das ist eine Truhe. Geil. Siegesbrose. Respektiert die Siegesbrose, verdammt. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Was habe ich euch denn getan? Sind nicht irgendwelche anderen Katzenmädchen, die ihr gerade auf den Nerven gehen könnt? Vor allem will ich auch mal sehen, was da oben noch ist. Ich kann mich gar nicht bewegen wegen dem Gift oder was das immer ist. Boah, lass mich hier durch. Ganz ehrlich. Boah. Ey, die hat mich das ganze Level hier verfolgen, ey. 4 Truhen. Alles Gifts. Nee, nicht alles Gifts, aber. Datenpacks. Skip haben wir ein. Irgendwie alles so auf dem Kopf oder wow, das war gruselig irgendwie. Da möchte ich hin. Was zum schon Skip? Da ist er, oder? So ein Skip. Bam. Die Truhe möchte ich auch haben. Ganz nebenbei. Mann, könnt ihr mal weg? Freeblade. Gladian. Oh, dann schlägt irgendwie schneller zu, oder? Ich kann mich schon wieder nicht bewegen, ey. Guckt euch mal das an. Hilfe! So, jetzt möchte ich aber noch zur anderen Truhe gehen, ey. Ich kann mich ja gar nicht konzentrieren. Ja, vor allem springen auch noch vor mir, ey. Ich kann ja nicht mal zuvor kommen. Bastard. Hol mir bitte den Bastard, ey. Die Bilder werden auch immer gruselig, habe ich so gruseliger, habe ich so ein Gefühl. So, wie komme ich jetzt zu der Eintruhe hin? Da, die, genau. Oh Mann. Ich gehe immer erst zum richtigen Ort, ne? Das ist nicht wahr. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Das sieht irgendwie aus, als wäre hier alles so verdreht. Bin ich hier im Albtraum oder was? Ich bin so eine Art Albtraum, oder?
Weil vieles ist ja... Boah, ich habe ja voll die Orientierung verloren. Ja, das sieht nach einem sehr harten Albtraum aus. Oh Mann. Ja, schon wieder richtig, ey. Das gibt's doch nicht. Geht weg. Oh geil. Ich weiß immer noch nicht, wie ich zu anderen komme. Egal. Meine Güte. Dann habe ich nur am Anfang gesagt, das Spiel ist bestimmt nicht so schwer, ne? Irgendwie nicht. Ich, wenn du hier so unter Druck bist, die ganze Zeit. Au! Jetzt mache ich erst irgendwo anders runter. Das bestimmt richtig ist. Lass mich öffnen, danke. So, könnt mich mal. Ich öffne erst und dann kümmere ich mich um euch. Weil es gibt sonst so, die Truhen finde ich jetzt nicht so wichtig, wo ich natürlich alle haben möchte. Wow. Ja, langsam wird es unheimlich hier. Ich komme ja nicht mal hoch, glaube ich. Oh mein. Oh. Pisset ihr euch? Oh, ich bin tot. Ja, okay. Hab schon gedacht. Was zum Teufel war das? Das war irgendwie gruselig. Take it easy there. You had the wind taken out of you. Feels like most of my insides went along with it. Good thing your little friend found us. This blade, it stayed by your side. Yeah, it does that. Perhaps, if we may ask, might you help us? Every night our caravans are being attacked by a ghostly machine of death. Why can't you stop it? We've tried so many times and failed. The Salas give us no help either. Even the bounty the sheriff posted hasn't found us help. It just did. So, do you have any idea where to find this phantom mech? Down there, at the station. Hm. Sind eine Menge Vögel oder was auch immer das war. Na gut, gucken wir hier nochmal im Schnelldurchlauf. Okay, dann weiß ich nicht. Oh, ich kann mit dir sprechen. Take care against the Phantom. It has dragged many men to their death down at the processing plant. Check it out. See? Totally not a man. I had noticed. Was? Ich wollte schon sagen. Hat sie jetzt auf ihr. Wenn sie jetzt irgendwie ein Zeichen gehabt hätte bei ihrem Standardkostüm oder so. Hat sie auf irgendwas gezeichnet, aber sie hat auf ihre Weiblichkeit gezeichnet. Na gut. So, was können wir uns denn jetzt noch kaufen? Wir könnten uns das letzte Ding kaufen. Wir können uns ein Schwert kaufen. Wir können auch ein bisschen sparen hier für ein paar Kostüme. Ich möchte ehrlich gesagt nicht das Kostüm haben. Ich möchte mich nicht so klein wie die Olle. So, wie sieht es denn aus? Unter Dilettant. 57% abgeschlossen. 4 Stunden haben wir gespielt. Gesundheit haben wir 180. Ausdauer auch. Truhen haben wir mehr als die Hälfte. Skiffs haben wir 11. Danpacks haben wir 11. Werde ich wahrscheinlich noch offscreen ein bisschen suchen. Aber mal gucken. Ja, sieht gut aus. Gucken wir mal die Level alle an.
Hat da noch alles fehlt. Wir haben eine Truhe verpasst. Wir haben einen Daten, zwei Truhen verpasst. Wir haben fünf Truhen verpasst. Wir haben sechs Truhen verpasst. Wir haben neun Truhen verpasst. Verdammt. Wir haben eins von einem Datenpack, glaube ich, verpasst. Ja. Ich mal sehen, wann ich die so reinschmeiße. Und ich glaube, wir haben so die Hälfte so ungefähr an Level geschafft. Weiß ich nicht. Gefangen in einem wahren Albtraum. Du musst kämpfen, um möglichst lange am Leben zu bleiben. Okay. Sehr schön. Weiß nicht, kaufen wir uns jetzt irgendwas? Wir haben mal sparen hier für das, aber ich schaffe es nicht. Ja, die KP könnten wir uns schon mal holen. Ach, lass mal das. Ich würde sagen, ich beende meine Aufnahmesession heute. Mal ganz schön erfolgreich. Diese Level, diese Level, diese Level, diese Level, diese Level und diese Level. Mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level habe ich geschafft. In einer Trainingssession, an einer Aufnahmesession. Tu mal schon mal das Kostüm für nächstes Mal umändern. Und zwar wieder das Kleid. So, dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge von Blade Kitten. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.